Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jason. Wir werfen einen kleinen Blick auf den BTR, genauer gesagt auf das Meta aus Season 9, wie es momentan aussieht. Und wie ihr seht, hebt sich hier eine Gruppe erheblich ab mit ihren 147er Rift. Und das Spannende hierbei ist es, wie wird's gespielt? Natürlich, wir haben hier wieder dreimal Support. Also wer sich zurückerinnert zur damaligen Season, gab es auch dreimal Support und eben einen Damage Dealer. Und im neuen Meta ist der neue Damage Dealer der Hexendoktor, genauer gesagt. Ihr seht schon, es wird ein sogenannter Lon-Build, der neue Lon-Build des Hexendoktors gespielt. Natürlich in Kombination mit seinem neuen Legendary, kurz eingehakt. In der neuen Season und im neuen Patch bekommt jede Klasse ein neues Legendary und beim Hexer reicht es aus, um das Ganze, um sich hier damit praktisch abzuheben. Also um das Ganze den Schaden her so hoch zu drehen, dass er sogar in der Lage ist, drei weitere Mitspieler einfach durch so fast einen 150er Rift zu ziehen. Die Frage, ob das jetzt genervt wird, bevor es live geht oder nicht, die steht natürlich im Raum. Ich persönlich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu mitteilen. Glaubt ihr, es wird noch genervt oder glaubt ihr, es bleibt so? Momentan eben ein dreimal Support. Einmal den Hexenmeister mit dem neuen Legendary. Was ganz interessant ist bei den Support-Klassen, wir haben hier natürlich einmal Barbar und Mönch wie immer und einen Support-Wizard. Ihr seht richtig, es gibt einen Support-Zauberer. Warum wird er reingenommen? Eben wegen seinem schwarzen Loch, denn er kann damit sehr viele Mobs auf einen Punkt ziehen und unterstützt damit dementsprechend den Hexendoktor beim Schaden machen. Das ist beim Hexendoktor ganz wichtig, bei dieser Skillung, die er spielt, dass die Gegner relativ nahe zusammenstehen, denn dann erst kommt der ganze Schaden, dann kann er erst richtig harten Druck fahren. Deswegen Support-Klasse den Zauberer, natürlich gemischt hier wieder einen üblichen Barbar, so ein Rakers Charge, der die Gegner aus weiter Entfernung mit ranholt und ranzieht, damit sie dann eben vom Zauberer eingefangen werden können und zusätzlich noch als letzte Support-Klasse den Support-Mönch. Den braucht man vor allem zum Heilen. Ich meine, er heilt jetzt zwar nicht mehr so viel, aber man benötigt ihn natürlich für die Einkehr, denn darin erhält man 50% weniger Schaden und jeder, der schon mal in den 100er Plus Rift war, der weiß, wie wichtig das ist, dass man hier praktisch nicht von einem Hit umkippt. Wenn man sonst nochmal reinschaut, wie so mit den Solo-Klassen ausschaut, also der Kreuzritter, der bekommt ja auch ein neues Legendary und der Hammer, den Build, der lässt sich ganz gut spielen. Ihr seht, der geht auch in die Richtung 100, 106, so als maximales, aber in einem Greater Rift Team über 100 hat er keinen Platz. Im Vergleich der Hexendoktor, da geht man solo sogar schon bis auf die 130 zu, also das ist so 20, 25 Rift Levels über allen anderen Klassen, also das ist meiner Meinung nach, ruft das direkt nach einem Nerf. Also ich weiß nicht, ob es Blizzard jetzt noch live am BTR nerven wird oder kurz bevor die neue Season und der neue Patch kommt. Aber ihr seht schon, man muss hier mal praktisch die ersten 50 Ränge runterscrollen, bis man hier mal jemanden findet, der unter einem 100er Rift ist. Also das ist schon merklich über allen anderen Klassen. Ja, so sieht's momentan aus. Ich wurde oft gefragt, deswegen auch das Video. Wenn ihr Fragen habt zur Season, zur kommenden Season, ab damit in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.